Liebe Brüder und Schwestern in Christus, chers frères et sœurs, caris fratelli et sorelle, dear brothers and sisters, ich begrüße Sie im Namen des Instituts für ökumenische Studien der Universität Fribourg zum 20. Jahrestag der Unterzeichnung der Charta Ökumenica. Schon vor 10 Jahren haben wir das Jubiläum zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gefeiert. Die Universität Fribourg ist ein Ort ökumenischer Ausbildung. Wir bereiten Studierende darauf vor, mit Freude und Kreativität für die tiefere Gemeinschaft der Christen und der Kirchen zu arbeiten. Unsere theologische Fakultät selbst ist ein ökumenischer Lernort, weil neben Katholiken auch Orthodoxe, Reformierte, Evangelikale und Mitglieder von Freikirchen hier Theologie studieren. Die Moderation der heutigen Veranstaltung erfolgt an einem ökumenisch bedeutsamen Ort. Hinter dem Rednerpult sehen Sie einen Teil der Bibliothek des reformierten Pfarrers Walter Nick. Er ist einer der am meisten gelesenen Theologen der Schweiz. Bekannt wurde er durch sein Buch »Große Heilige«. Aber er schrieb auch über Ketzer und Künstler, religiöse Denker und Dichter. Immer war er dabei bemüht, die Vielzahl der Berufungen und Schicksale im Licht des einen Glaubens zu deuten. Das ist auch heute unsere Aufgabe. Vertreter und Vertreterinnen aller Mitgliedskirchen der AGCK und der Kirchen im Gaststatus stellen Ihnen die Charta Ökumenica vor und kommentieren sie aus heutiger Sicht. Der Originaltext der Charta wird Ihnen in Rot angezeigt. Das Ziel ist die gemeinsame Erneuerung der Selbstverpflichtungen der Charta. Deshalb entzünden wir nach jeder Präsentation eine Kerze. Deshalb schließen wir mit einem Gebet und mit dem Segen. Herzlich begrüße ich alle Mitwirkenden und Gäste, besonders die beiden Vertreter der europaweiten Institutionen, die 2001 die Charta Ökumenica unterzeichnet haben. Dr. Jörgen Skov-Sørensen, Generalsekretär der Konferenz Europäischer Kirchen mit Sitz in Brüssel, und Pater Martin Michalicek, Generalsekretär des Rates der Bischofskonferenzen Europas mit Sitz in St. Gallen. Herzlich danke ich Frau Ann Durrer, Generalsekretärin der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz hätte die heutige Veranstaltung nicht stattfinden können. Sie ist heute auch unsere Moderatorin. Ich gebe nun das Wort weiter an Herrn Milan Kostreschewitsch, den Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz. Auch von meiner Seite heiße ich Sie im Namen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirche in der Schweiz sehr herzlich willkommen. Die Charta Ökumenica ist in gewisser Weise das Fundament einer ökumenischen Plattform wie der unseren. Umso mehr freue ich mich, dass in unserem 50. Jubiläumsjahr alle unsere Mitglieder, Kirchen und Gäste unserer Einladung gefolgt sind und heute hier bei uns sind, wenn auch über ihren Bildschirm. Ich möchte auch unsere Gäste begrüßen, Dr. Jörg Skov-Sørensen, Generalsekretär der Konferenz Europäischer Kirchen, und Pater Martin Michalicek, Generalsekretär des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen. Bevor ich dem ersten Redner das Wort erteile, möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Professorin Barbara Hallensleben bedanken, die nicht nur die Idee zu dieser Veranstaltung hatte, sondern auch sehr viel Arbeit für die Vorbereitung geleistet hat. Es ist eine wahre Freude und Bereicherung, mit Ihnen zu arbeiten. Ich erteile nun dem ersten Redner das Wort. I will address you in English, but I believe there will be a translation. Dignitaries, friends, brothers and sisters in Christ, as the General Secretary of the Conference of European Churches, KEC, I'm honored and pleased to have this opportunity to address you on this special occasion, the 20th anniversary of the signing of the Charta Ecumenica in Strasbourg in 2001. A few years later, the Charta was signed by the Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz
la communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse and became a guiding principle for the work of the Swiss member churches. The Carta Ecumenica was the fruit of a new orientation within the Conference of European Churches. A renewal of its original goals as a bridge-building ecumenical institution and a response to the end of the post-war East-West conflict and the EU expansion, which began soon after 1989. CEC had lost its traditional function of bridge-building communication and ecumenism across the Iron Curtain. It was now to discover a new role in the process of European unification. This did not weaken the ecumenical commitment, however. On the contrary, it allowed cooperation with other ecclesial institutions on the European level to be strengthened, particularly with the CCEE as well as the CPCE. The Carta Ecumenica is a concrete sign of this renewed ecumenical commitment and a promise, a renewed ecumenical commitment and promise that has since spread its words of hope and action throughout European churches in Switzerland and elsewhere. Carta Ecumenica is an ecumenical milestone because it responds to what at the time appeared to be a loss of relevance of the organization. It makes, however, a strong statement that churches will always have an obligation to proclaim the gospel. And indeed, proclaiming the gospel together, ecumenically, overcoming self-sufficiency and moving towards one another, acting together on all levels, praying together and furthering dialogue. The Carta Ecumenica is a historic document, a document with its own historic roots, but it is also a document of the future. It mentions peace and justice, the fundamental goals of the ecumenical movement since the 1920s. This is followed by freedom and tolerance, a response to a continent prone to war in the 20th century, with a final pair of principles, participation and solidarity. The Carta points to behavior and action that supports unification and unity among individuals, societies, and nations. Peace, justice, freedom, tolerance, participation, solidarity. After 20 years, more relevant than ever. Let me finish by quoting the invitation to this event. Heute werden die Entwicklungen der letzten 20 Jahre gewürdigt und die Selbstverpflichtungen werden gemeinsam erneuert. Aujourd'hui, les évolutions des 20 dernières années sont évaluées et les engagements seront renouvelés ensemble. Today, the developments of the last 20 years are recognized and the self-commitments are renewed together. Let us look to the future and renew together in Christ's name. Thank you. Thank you very much, Dr. Sorensen. Und jetzt gebe ich das Wort Pater Michalicek, Generalsekretär der CCEE. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, mit Freude begrüße ich Sie alle am heutigen Tag der Unterzeichnung von Carta Ecumenica, deren 20-jähriges Jubiläum wir heute feiern. Meine Freude ist umso größer, als heute um 19 Uhr die gleiche Feier auf europäischer Ebene stattfindet. Diese Feier hat das Ziel, auf der nationalen und lokalen Ebene die Christen in ganz Europa anzuregen. Hier in der Schweiz geschieht es bereits im Voraus. Umso größer ist meine Freude. Im Originaltext der Carta Ecumenica, die übrigens auf Deutsch verfasst worden ist, lesen wir unmittelbar vor dem Datum der Unterzeichnung diese kleine Bemerkung. Am ersten Sonntag nach den gemeinsamen Ostern im Jahre 2001. Das nächste gemeinsame Osterdatum fällt auf das Jahr 2025, wenn wir das 1700-jährige Jubiläum des ersten ökumenischen Konzils in Nizea feiern wollen.
In diesem Zusammenhang sind immer mehr Stimmen zu hören, die vorschlagen, das größte Fest unseres Glaubens von da an gemeinsam zu feiern. Eine solche Idee, auch wenn ihre Realisierung sehr komplexe Schritte erfordert, ist nur zu begrüßen. Wenn wir auf die Periode der vergangenen 20 Jahre schauen, können wir zwei globale Phänomene feststellen, die sie begrenzen. Eines ist ein ausgebreiteter Terrorismus, der nach nicht ganz 5 Monaten nach der Unterzeichnung der Charta Ecumenica mit den Terroranschlägen auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York sich erheblich ausweitete. Das andere Phänomen ist die im letzten Jahr ausgebrochene und noch immer andauernde Pandemie Covid-19. In dieser Periode können wir über die beachtliche Erweiterung der Europäischen Union und dem damit verbundenen Enthusiasmus in der ersten Dekade sprechen. Das zweite Jahrzehnt hingegen ist gekennzeichnet durch mehr Spannungen und durch den Brexit. Inmitten von diesen und vielen anderen Erscheinungen stehen die zwei paneuropäische Dachorganismen, der CCE und die KEK, als Unterzeichner der Charta Ecumenica, zu deren Sendung die Einheit als eine der wichtigsten Aufgaben gehört. Viele von ihren Mitgliedskirchen und Mitgliedsgemeinschaften verzeichnen in dieser Zeit einen Verlust an Mitgliedern. Im Untertitel der Charta findet sich die Wortverbindung wachsende Zusammenarbeit. Gerade diese Zusammenhänge unterstreichen die Notwendigkeit unserer Kooperation noch mehr als früher. Wir haben dazu viele Gelegenheiten, zum Beispiel das wachsende Bewusstsein in Bezug auf die Bewahrung der Schöpfung, dem Einsatz zur Aufnahme von Migranten, benachteiligte Personen und mehrere hoffnungsvolle Gebiete. Hier möchte ich noch ein Phänomen mit großem Potenzial hervorheben. Und das sind gemeinsame Fußballfahrten. Die Pandemie kann in vieler Hinsicht diese Aktivitäten beeinflussen, aber wir können erwarten, dass sie in den letzten Jahren steigende Tendenz in diesem Bereich sich in gegebenen Möglichkeiten auch in Zukunft bestätigen wird. Wir sind ja alle auf dem Weg und wollen vor dem auferstandenen Herrn in seinem Reich empfangen werden. Die Präsidenten von CC und KEK haben in ihren gemeinsamen Erklärungen unterstrichen, die Einheit unter den Christen liegt nicht in den menschlichen Kräften, sie muss aber für diese Welt wahrnehmbar sein. Möge auch dieses Treffen dazu beitragen, dass wir uns bewusster dazu entscheiden, wirksame Werkzeuge dieser Einheit zu sein, für die Jesus gebetet und gelitten hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auch für diese wunderschöne Kerze. Vielen Dank, Pater Michalicek. Jetzt freut es mich ganz besonders, den ersten Überraschungsgast willkommen zu heißen. Je vais maintenant accueillir notre premier invité surprise. Professor Viorel Ionitza, der ehemalige Studienleiter der KEK. Als der gemeinsame Ausschuss des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen und der Konferenz Europäischer Kirchen auf seiner Sitzung in Rom Februar 1998 beschlossen hatte, Zitat, sich gemeinsam auf einen Weg in Richtung Charta Ecumenica zu machen, zu Ende, empfahl er gleichzeitig, dass durch dieses Dokument eine Förderung eines Lernprozesses für eine ökumenische Kultur und eine Kultur des Dialogs in Europa erzielt wird. Während der Entstehung der Charta hatten viele Stellungnahmen dazu indirekt auf das Risiko aufmerksam gemacht, dass die Debatte um dieses Anliegen bei Begriffen aber bei vermuteten falschen theologischen Formulierungen stecken bleiben könnte. Daher
hatten der CCE und die KEK von Anfang an immer wieder betont, dass die Charta nicht einfach als einen Text, sondern vielmehr als einen Prozess zu betrachten ist. Auf der Europäischen Ökumenischen Begegnung vom April 2001 in Straßburg, als die Charta von der damaligen Präsidentin von CCE, dem verstorbenen Kardinal Wulff von Prag und der KEK, Metropolit Jeremie, damals von der Schweiz, unterzeichnet wurde, hat man betont, Zitat, dass die Charta ein Zeichen für einen neuen Aufbruch sein soll, ein Impuls für eine Kultur des Dialogs, einer Begegnung, die langfristig angelegt ist und von Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen geprägt ist. In einem gemeinsamen Brief an die europäischen Kirchen und Bischofskonferenzen hatten die damaligen Generalsekretäre des CCEs, des CCE und der KEK, Don Aldo Giordano, heute Erzbischof, bzw. Pfarrer Keith Clemens, ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass Kirchen und ökumenische Gremien in Europa die Charta annehmen, studieren und weiter diskutieren, sowie konkrete Schritte zu ihrer Umsetzung unternehmen und, wenn nötig, darauf aufbauen und sie an ihre jeweiligen örtlichen und nationalen Kontexte anpassen werden. In diesem Sinne wurde die Charta Ecumenica zum Beispiel von den Mitgliedskirchen der ACK Deutschland auf dem ersten ökumenischen deutschen Kirchentag Anfang Juni 2003 in Berlin als Basistext, aber auch mit besonderen Anliegen und Verpflichtungen für den deutschen Kontext unterschrieben. Genauso haben die Mitgliedskirchen der AGCK in der Schweiz am 23. Januar 2005 in Saint-Ursanne diese Charta unterzeichnet und damit ein starkes ökumenisches Zeichen gesetzt und sich dadurch auf einen Perspektivenwechsel verpflichtet haben. Seit April 2001 wurde Charta Ecumenica in allen europäischen Sprachen und darüber hinaus übersetzt und in allen zentral- und westeuropäischen Ländern angenommen. Aber in mehreren osteuropäischen Ländern ist die Charta noch nicht angenommen und dementsprechend auch nicht in die Praxis umgesetzt worden. Das 20-jährige Jubiläum der Charta Ecumenica könnte ein Anlass dazu sein, eine Auswertung ihrer Auswirkung in den Kirchen Europas zu unternehmen, um daraus Konsequenzen zu ziehen, wie und wo diese Erfahrung als Anstoß für eine echte ökumenische Kultur eines offenen und konstruktiven Dialogs dienen könnte. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick in der Geschichte. Donc, je remercie le professeur Ionica pour ce bref plongé dans l'histoire.